Ja, können wir ein bisschen bauen und können uns bald schon um den nächsten Anteil der Firma kümmern. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. So, wir haben die Brücke. Dann werde ich jetzt die erstmal hier komplett an das Straßennetz anbinden. Perfekt, das passt. Ist hier hinten schon dran. Mhm. Jetzt können wir jetzt auf jeden Fall hier platztechnisch ganz schön austoben. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Dann bin ich hier schon mal die Küstenbauplätze, soweit es geht, an. So, das sollte fürs Erste eigentlich mal ausreichen. Auch ziemlich eng hier das Ganze, aber gut. Wir haben ja Zeit, das hier alles zu besiedeln. Sollte kein Problem sein. Und dann fangen wir jetzt erstmal an hier mit den Vitamin-Drinks. Und dafür brauchen wir natürlich eine Obstfarm oder mehrere sogar. Dann werde ich mal sehen, dass ich hier von oben nach unten alles zubaue. Da, wo noch Platz ist, können wir nachher... Keine Ahnung, da können wir nachher dann irgendwie Logistikfirmen reinstellen oder auch mal mit Modulen ein bisschen arbeiten. Vor allem mit diesen hier. Aber ich möchte erstmal warten, bis wir auch mehr davon produzieren können. Also von dem Biokatalyst. Ja, hier können wir vielleicht auch gleich schon die Kältereien reinbauen. Dann bauen wir hier jetzt erstmal alles zu mit. Das heißt alles, ne? Ich brauche jetzt vielleicht noch zwei weitere Firmen. Mache ich das doch ruhig mal so. In der Hoffnung, dass ich das jetzt hier auch noch gut zusammenkriege. Dann bauen wir nochmal einen Betrieb hier hin. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Und dann natürlich hier ein wenig Logistik. Die kann ja durchaus hier oben platziert werden. So. Und dann wird jetzt erstmal hier die erste Einheit an Kälte reingebaut. Na, ich weiß gar nicht, wie viele wir hierfür brauchen. Also wir produzieren natürlich jetzt einiges an Obst. Baue ich erstmal zwei und dann schauen wir mal, wie das hier mit den vorhandenen Rohstoffen so hinhaut. 24, 16, 8. Gut, geht auf 0 aus. Oder auf, eher gesagt. Jetzt haben wir auch 151 höchst zufriedenstellend. Vitamin-Drinks überschüssig. Das ist natürlich perfekt. Und dann sollte eigentlich auch die Mission hier langsam ablaufen. Ja, 5 Minuten. Alles ganz entspannt. Und dann könnte ich mich mal eigentlich darum kümmern, hier ein paar mehr Gebäude nicht nur aufsteigen zu lassen, sondern sie auch zu bauen. Ach, das war gleich angeschlossen hier vorne. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ja, und da muss auf jeden Fall gleich ein Wassernachschub her. Oh, ich hab geklickt. Mal ein bisschen hier ranzoomen. So. Dann bin ich mal gespannt, inwieweit wir die Bevölkerungszahl nach oben treiben können, so in den nächsten zwei, drei Teilen. Das wird in der Zentrale gewiss. Da muss auf jeden Fall noch einiges gehen. Na, hier wird es ein bisschen eng gerade. Wahrscheinlich ist hier, ja genau, Bergbauplatz. Perfekt. Dann mal kurz aufs Wasser schauen. Wasser und Reis fehlt ein wenig.
Dann werde ich ja definitiv erstmal Wasser abbauen. Natürlich komplett ausgebaut. Gut, dann liegen wir bei 16 und machen wir hier nochmal ein paar Reisfarmen hin. Da ich die ja über kurz oder lang auch von der anderen Seite abreißen möchte. Reis, 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 Arbeiter, genau. Ach, schade, dass es nicht reinpasst. Dann werde ich den ganzen Betrieb nochmal abreißen und drehen. Und zwar so. Ja, das passt auf jeden Fall. Ich teste nochmal kurz, weil ich meine, Rohstoff haben wir genug momentan. Wenn ich das so mache, könnte ich natürlich hier ein bisschen mehr unterkriegen. Dann mache ich das auch so. Baue einfach die Reisfarm hier nach unten. Dann bleiben die ganzen Produktionen ein wenig mehr separiert voneinander und ein bisschen übersichtlicher vielleicht am Ende. Dann lasse ich nochmal Platz für weitere Kältereien. Ein bisschen zumindest. Können wir nach unten dann weiter ausbauen. Und hier soll der Platz ja auch schon ganz gut genutzt werden nach Möglichkeit. Deswegen hier auch eine Straße runter. Dann nehme ich das als neue Kante und kann dann hier nach rechts weiter rausbauen. Okay, ich werde nochmal einen Betrieb bauen, dann kann ich die auf der anderen Seite abreißen. Dann sollten wir da auch erstmal Ruhe haben. Und tschüss. Gut, Energie wird langsam zu einem kleinen Problem. Ich schaue mal kurz nach, was hier das Infozentrum an Energie frisst. Da bräuchten, ja, 25, das ist natürlich geschenkt. Gebot auf Firmenanteile registriert. Eigenes Bieten wird empfohlen. So, wir wollen natürlich, dass hier keine Auktion stattfindet. Wir beenden die ganze einfach mal hier. Nö, nö. Das bleibt schön in unserer Hand. Und Versorgung mit Informationen sieht jetzt auch wieder gut aus. Ich schaue mal kurz auf die Quellbilanz des Sektors. Liegt bei 9.300. Das ist auch schon mal sehr schön. Dann kann ich hier eigentlich erstmal weiter mit Gebäuden wenn ich zubauen. Ich muss allerdings daran denken, dass ich hier ein bisschen Platz für Versorgungsgebäude lasse. So ein bisschen geht hier auf jeden Fall noch. Und dann geht das hier auch gleich mit dem Sektorprojekt weiter. Das ist natürlich sehr schön. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ja, und Strom können wir auch gebrauchen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal ganz viele neue Küstenbauplätze. Aber über kurz und lang sollten wir vielleicht ein bisschen mehr Energie auf dem Mond herstellen. Das war beeindruckend mit anzusehen. Vielen Dank dafür. Hey, möchten Sie mir dabei helfen, das zu implementieren? Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 50 Nanokeramik aus Ihrem Raumhafen. Wo sollen wir bitte Nanokeramik herkriegen? Bin gerade echt ein bisschen befragt, wo die Nanokeramik ist. Das ist das Arktis? Okay, ja, aber haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und die Raumstation hat keinen Überschuss an Nanokeramik? Das ist ja mal eine krasse Sache. Ich dachte eigentlich immer, dass sie alles haben. Dann schicken wir jetzt erstmal ein Nanokeramik rüber. Transferroute nimmt bitte. Und wir brauchen mindestens, also was heißt mindestens, wir brauchen insgesamt 50. Na gut, das dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment, bis wir die hier vorrätig haben. Da heißt einfach mal ein bisschen abwarten. Oder wir produzieren uns hier Nanokeramik. Können wir uns natürlich jetzt überlegen. Ähm,
Ja, dann setze ich einfach mal vorübergehend einen Bergbauplatz dafür ein. Dass wir mal ein bisschen schneller vorankommen. Und dann kann ich eigentlich schon mit unserem Schiff mal zum Raumhafen rüberfahren. Roger. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen. Ja, das dauert auch trotzdem noch einen kleinen Moment. Dann bin ich echt am Überlegen, hier vielleicht mal ein paar Häuser aufsteigen zu lassen. Ich meine, die zweite Stufe sollten die auf jeden Fall erreichen können. Alle Systeme online. Kurz mal schauen, was wir alles dafür brauchen. Also Verjüngungskuren und Neuroimplantate. Aber es ist eigentlich auch egal, ob wir die Sachen erst von der Arktis alle in die Vedische Bucht bringen. Ich glaube, das machen wir auch so am besten, weil wir in der Vedischen Bucht auf jeden Fall unsere größte Stadt nachher haben werden. Gehe ich zumindest mal stark von aus und dann von dort aus dann die Sachen halt weiter verteilen. Dann mache ich jetzt erstmal hier neue Routen für... Oder passe erstmal die vorhandenen ein wenig an. Sortiere das Ganze hier mal nach Warengruppen. So. Die ist 50, 50, 50, ja gut, knapp 50. Dann passe ich jetzt erstmal hier an, dass hier überall 50 geliefert werden und werde dann noch eine weitere Route einrichten. Parameter werden erneuert. So, Arktis-Material von den Arkia-Schollen rüber in die Vedische Bucht. Dann haben wir da schon mal 27. Neue Transferroute aktiv. So, Verjüngungskuren gehen nach Mare Relictum, das passt auf jeden Fall auch. Die werden aber auch nicht mehr lange ausreichen. Die gehen dann von Kap Amber nach... Ne, von der Vedische Bucht nach Kap Amber, genau. Und dann brauchen wir noch die besagten Neuroimplantate, die auch nach Kap Amber rübergehen, auch im vollen Umfang. Zumindest fürs Erste. Registriert. Und dann schaue ich nur mal kurz rein aus Interesse auf die Quellbilanz, die jetzt bei 11.500 liegt. Allen, die sich in den Weg stellen. Und dann müssen wir leider gleich ein bisschen kämpfen gehen. Fangen wir hier einfach mal unten mit dem Ausbau an. Genau, dann reicht das Wasser auf jeden Fall noch komplett aus. Und die Verjüngungskuren und die Normplantate sind bei 18. Ja gut, das ist alles easy. Plünderung auf den Arkia-Schollen. Die Orbital Watch beschlagnahmt ihre Waren. Luxuskost. Also müssen wir auf die Arkia-Schollen und 39 gegnerische Schiffe zerstören. Da hilft ja nichts. Dann müssen wir auf jeden Fall einschreiten. Und wir könnten uns hier den nächsten Aktienanteil gleich sichern. Das machen wir einfach gleich mal in der Zeit, in der wir auf unsere Flotte warten. Die rufen natürlich schon mal. Flotte zur Stelle beordert. Und gehen dann mal an die Börse. Problem ist, wir müssen jetzt 25 Einfluss. Ja. Ich meine, die Anteile rutschen zwar gerade ab, aber wir möchten auf jeden Fall Ihrer Bitte wird stattgegeben. Seine Anteile haben, dass wir ihn als nächstes aufkaufen. Und vielleicht bieten die dann auch nicht so hoch, wenn die momentan hier eh keinen Gewinn mit erwirtschaften können. Flotte trifft ein. Ich bin sicher, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Ja, perfekt. Das hätte besser ausgehen können. Das haben wir schon mal. Nee, nicht rausgehen. Wir müssen noch hier ein bisschen kämpfen. Und bitte, 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 bitte keine Schiffe verlieren. Wenn ich jetzt wieder alle Schiffe verlieren sollte, dann... Na, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Dann werde ich sie auf jeden Fall nicht mehr upgraden. Dafür ist mir das Iridium noch zu schade aktuell. Grünes Licht. Die hauen hier einmal rein. Und unsere Schiffe sind fast kaputt. Das gibt's doch nicht. Okay, zumindest hat sich ein bisschen was für uns ergeben, also Raketensperrfeuer. Feuer frei. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen was aufräumen demnächst. Ich hier kurz mal Schilde geben und hoffen, dass wir jetzt nichts verlieren.
Aha. Ja, okay. Glück gehabt. Dann definitiv einmal die Schiffe reparieren. Und dann mal irgendwo reinfahren, wo ein bisschen was abzustauben ist. Zum Beispiel hier vorne. Na, die drehen wieder um. Okay. Dann versuchen wir erstmal hier gegen die Charger vorzugehen. Und das mache ich auch mit einem Raketensperrfeuer. Space Shuttle dockt an. Die sollen wir nicht komplett vernichten. Sehr schön, damit haben wir auf jeden Fall wieder bis Treibstoff drin. Und dann fahren wir es hier mal nach oben in die Ecke. Verstanden. Dann sollten hier jetzt eigentlich auch mehr Treibstoffreserven drin sein, um die ganze Flotte wieder reparieren zu können. Bestätigt. Jo, hier wird es jetzt ein bisschen eng. Da kommen sie. Na, ich schieß mal lieber. Lieber keine Risiken eingehen. Wie sieht es denn hier aus? Wir brauchen noch. Ja, 17 Schiffe. Koordinaten bestätigt. Wir verfolgen einfach mal die Crew hier oben. Also sie ziehen uns auf jeden Fall noch wesentlich zu viel Energie für meinen Geschmack. Aber wir haben wieder maximale Raketenschläge dabei. Dann hauen wir jetzt erstmal was raus hier. So, zack. Dann kommt die jetzt gleich dran. Dann sieht es auch schon alles ziemlich entspannt aus. Jo, nehmt doch nochmal einen Raketenschlag zur Abwechslung. Starte Nuklearrakete. Kampfstation, sie greifen an. Okay. Zwei Schiffe noch. Volle Kraft voraus. Da sollte ich das auf jeden Fall auch hinkriegen, dass ich hier nichts mehr an Einheiten verliere. Das wird uns von Nutzen sein. Nuklearrakete ab. Sehr, sehr schön. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Gut, wir haben ja eh noch genug Treibstoff, den wir nicht mehr brauchen. Dann kann ich hier erstmal reparieren. Das ist gut. Und dann will ich nur mal hoffen, dass die jetzt hier auch an uns vorbeifahren. Hoffentlich unsere Schiffe hier noch im letzten Moment irgendwie zerstören. Schaue ich mal hier auf das Molybden. Ja, bei minus 4. Also hier haben wir auch keine größeren Reserven mehr, was das Herstellen der Neuroimplantate angeht. Aber dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Bedanke mich wie immer für das Zusehen und würde mich dann freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dann. Ciao.